So, da haben wir noch Baumstämme. Einen zumindest. 95 brauchen wir noch. Ich hoffe, dass ich das in der Aufnahmesession noch schaffen werde. Ich kann aber noch mal schnell gucken, was unsere kleinen Fischfreunde da drüben sagen. Ich weiß es nicht. Da ist bisher noch nichts passiert. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie lange das dauert. Wir müssen einfach abwarten, glaube ich. Würde ich mal vermuten. Abwarten und Tee trinken. Wie ich immer wieder mal sage. Naja, bauen wir noch ein bisschen weiter hier. Okay, was war das jetzt? Ich wurde einfach von irgendwas zurückgeblockt irgendwie. Timber! Nochmal Timber. So, alles klar. Vielleicht könnte man in dem Haus auch so eine Art Swimmingpool mal wieder reinmachen. Weißt du, so wie wir es in Sons of the Forest mal gebaut hatten, der richtig geil war eigentlich. Also ich finde, so könnte man das eigentlich auch hier machen. Also ich hätte Bock drauf, nochmal so ein Swimmingpool zu machen. Ach, das ist ähnlich wie der Hell. Da haben wir die Nacht auch schon überstanden. Na, Gott sei Dank. Also der Mond kann jetzt ruhig gerne untergehen, also ich glaube, wir bräuchten jetzt schon langsam mal eine Sonne. Na, 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 na. Na, der braucht noch kurz. Ah, na jetzt. Na, sieh mal an. Brauchen wir noch. Hm. Ja, also wenn uns das niemand jetzt angreift, dann könnten wir, das könnte ich das in der Aufnahmesession noch schaffen. Aber wenn jetzt natürlich weitere Großangriffe kommen, dann wird es schwierig. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht noch eine Stunde aufnehmen, weil das ist sonst, das dauert halt viel zu lange. Ja, komm, trink mal den hier. Trinkflasche müssen wir noch machen. Ich habe mich schon gerade gewundert, was das für ein Geräusch war. Das war dieser Käfig. Lalalala. Also klar, wir können auch gerne mal wieder mit der Kettensäge bald mal was machen, aber die ist halt scheiße laut, ne?
lockt halt auch meistens immer sehr schnell Nachbarn an, wenn man Pech hat. Aber ja, so haben wir die denn auch mal wieder gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie häufig habe ich die überhaupt in diesen AP verwendet. Also ich glaube relativ selten. Da finde ich die in Sons of the Forest irgendwie besser. Die ist schön ruhig, aber verbraucht irgendwie auch, naja, Energie leider. Aber dennoch finde ich es besser im Nachfolger. Aber hier kann man sie auch mal wieder verwenden. Ne? Weil tatsächlich sind ja die Kanister ja nur für die Kettensäge ja nur zuständig, für nichts anderes in dem Spiel. Aber wann wir die holen, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Müssen wir mal gucken. Aber als nächstes von den Höhlen machen wir doch mal die Höhle mit Muschiklaus. Also da, wo uns doch die eine Kassette fehlt. Das ist ja die einzige Höhle von dem südlichen Höhenkomplex, der uns da noch fehlt. Also von dem südwestlichen. Ja, ansonsten fehlt uns auch der ganze Rest. Also einmal die nordwestlichen, die Kraterhöhle, der nordöstliche Komplex. Ja, das fehlt uns ja noch alles. Aber den südwestlichen, den haben wir eigentlich jetzt komplett abgehakt. Fast. Bis auf die eine Höhle. Ja, also wenn man halt immer mehr da drinne war, dann kennt man sich auch irgendwie immer mehr aus da drinne, ne? Und gefühlt ist halt auch der südwestliche, auch der Komplex, wo ich halt auch irgendwie am meisten immer drin bin, habe ich so das Gefühl. Ja, aber es gab halt auch gelegentlich auch mal Staffeln, wo ich die Kettensäge zum Beispiel mal nicht geholt habe, ne? Das hast du aber nicht so häufig drin, ne? Aber bei den anderen, da kann ich schon ein bisschen mehr zu sagen. Ja gut, dann gibt es halt noch diesen nordwestlichen. Also den hier. Ich glaube, in den kenne ich mich, glaube ich, am wenigsten aus drin, weil der hat halt auch sehr viele Wege. Und das ist halt auch, ja, das ist halt schon teilweise labyrinthartig schon wieder da drin. Ja, 57. Schaffen könnte man das, aber wir müssen halt gucken, ne? Einfach mal schauen. Mehr denken, dass da niemand steht, aber es ist nur so ein Busch da hinten in der Ferne. 53. Ja, also wie gesagt, schaffen könnte man das auf jeden Fall. Also möglich ist es. Aber wir müssen mal gucken. Leck. Ja.
Ach ja, das Haus wird, glaube ich, auch wieder ganz toll werden, ne? Ich kann mich noch erinnern, in. Wo waren das? Ich glaube, in Staffel 7, ne? Die ja eigentlich. Also eigentlich die letzte Staffel sein sollte, was aber dann ja doch nicht. Die letzte war, ne? Weil ich ja dann nochmal Hardcore da gemacht habe und jetzt das hier. Da hat man auch dieses Wasserhaus da mit den Brücken gehabt, ne? Wenn ihr euch noch erinnern könnt. Mit diesen vier Brücken. Die waren eigentlich ziemlich geil. Vielleicht machen wir das nochmal. Mal gucken. Aber generell muss ich sagen, der Spielstand, der ist eigentlich. Der war, glaube ich, schon ziemlich geil. Also das Haus auf dem See. Das war mit einem der besten Gebäude, die ich da so jemals gebaut habe. Und der mit dem Dorf da hinten, ne? Mit der Kirche und so weiter. Das war schon ziemlich geil damals. Wobei es war letztes Jahr, ne? Aber trotzdem, ja. Ist halt auch schon wieder echt eine Weile her. Ja, gut, eigentlich schon lange her. Na, Bambi. Oh. Ja, Bambi hat einen blutigen Hintern. Woher das wohl kommt, ne? Ich glaube, Bambi sollte mal schnellstmöglich zum Arzt gehen. Ich glaube, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Okay, noch 35. Ach, da ist er wieder. Das war unser Blutarsch Bambi oder so, keine Ahnung. Ja, seine Ausdauer mal wieder. Timber. Zum 10.000. Mal gefühlt. Also ich glaube, die Baumstämme, die sollten vielleicht ausreichen. Ich kann es nicht sagen, aber es könnte vielleicht hinhauen. Ja, fehlt nur die Ausdauer nicht, ne? Aber das machen wir jetzt offenbar noch schnell zu Ende und dann
Ja. Wisst ihr, ne? War es das mal wieder für heute? Lauf, lauf, lauf. Du schaffst es. Ja, also mit Rennen ist er gerade jetzt nicht so wirklich hier. Also da ist, glaube ich, Energien angesagt. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie alt ist unser Charakter eigentlich in dem Spiel? Ich glaube, das weiß man gar nicht, ne? Also ich meine, Sons of the Forest, was er, glaube ich, im Jahr 2026 spielt, da ist er ja schon irgendwie so ein... schon alter Mann eigentlich, ne? Aber hier weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke mal, dass er hier vielleicht Ende 30 sein könnte. Anfang 40 so in dem Dreh. Das könnte schon hinhauen, oder? Wäre der da vielleicht... Ich weiß gar nicht, wie alt wäre der denn? Das war so auf The Forest Fair, so bitte 60 oder so. Ja, Mitte 60 könnte vielleicht schon so hinhauen. Also der wäre ja schon etwas älterer Mann auf jeden Fall. Also der Jüngste ist halt auf jeden Fall nicht mehr, ne? Das ist ja... Das wissen wir alle. Machen wir mal so. Ja, noch 7. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, in Sons of the Forest werden wir noch lange nicht mit dem Ding fertig. Außer wird eine ganze Kelvin-Armee. Ich habe, glaube ich, so eine Idee, was wir mal für die nächste Folge machen könnten. Aber ich glaube, ich möchte es noch nicht verraten. Also, wenn ich was dran denke, da hätte ich mal eine lustige Idee, die man mal machen könnte. Ja, das sieht doch echt stabil aus. Du bist nicht der Bambi von vorhin. Ja, aber ich würde mal sagen, das reicht dann mal wieder für heute. Und ja, wenn euch das Ganze wie immer gefallen hat, dann lasst euch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, einen Kommentar, wie auch immer. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, liebe Freunde, und ciao mein V.